shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar mal wieder einen neuen supergeilen Unlimited Money Glitch. Da der letzte ja so extrem übertrieben schnell gepatcht wurde, habe ich jetzt einen neuen für euch am Start, und zwar habe ich den ganzen bei World Finest Game on Fraps gesehen. Der Founder ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, und dabei hat mir der Löcher Nummer 1 geholfen. Auch diesen Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung, auf jeden Fall mal auschecken. So, was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall ein eigenes Clubhaus, das komplett voller Motorräder ist. Falls ihr es noch nicht habt, dann stellt euch einfach so wie ich 3 Faccio-Roller für 5000 Dollar rein, damit es einfach voll ist. Dazu braucht ihr auf diesen Stellplatz, wo ihr hier vorne seht, ein getuntes Motorrad. Ich habe es einfach mal mit dem Trike gemacht. Würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil dieses Fahrzeug gibt nur 200.000 Dollar. Macht es vielleicht mit dem Zombie Western, das gibt nämlich immerhin noch 300.000 Dollar. Wenn ihr das dann auf dem Stellplatz 10, wie ihr da seht, voll aufgetunt habt, braucht ihr noch zusätzlich eine Garage von irgendeinem Apartment, das nicht komplett voll ist. Also da muss auf jeden Fall noch ein Platz frei sein, den ihr dann nachher benötigt. Ich zeige euch jetzt gerade mal die Garage, wie es bei mir aussieht, und zwar, ich habe die 2 günstigsten Motorräder reingestellt, das sind die Faccio Roller für 5000 Dollar, und ich habe jetzt noch 2 weitere leere Plätze. So, wenn ihr das dann auch so habt, 2 leere Plätze oder zumindest mal einen leeren Platz und so einen Faccio Roller, den ihr nachher ersetzen müsst, dann steigt ihr einfach auf so einen Faccio Roller auf mit eurem Kumpel und fährt zurück in das Clubhaus, wo ich euch eben gezeigt habe. Wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, dass ihr entweder beide in dem gleichen Motoclub seid oder dass ihr beide in keinem Motoclub seid. Also es funktioniert nicht, wenn der eine in einem Motoclub ist und ihr nicht, oder ihr in 2 verschiedenen Motoclubs seid. Deswegen macht es am besten einfach so, dass ihr einfach in gar keinen Motoclub reingeht, dass ihr beide ganz normale Spieler seid, und dann fährt ihr mit dem Faccio-Roller zu eurem Clubhaus. Sobald ihr dann in eurem Clubhaus angekommen seid, fährt ihr in die Garage. Danach bekommt ihr hier diesen Screen, dass die Garage voll ist. Das Ganze bestätigt ihr mit X. Gleichzeitig spawnt dann euer Kumpel in eurem Clubhaus drin, und der muss dann auf den Stellplatz Nummer 10 hinlaufen, wo das getunte Motorrad ist, das ihr jetzt duplizieren möchtet. Dann wartet ihr so lange, bis euer Kumpel auf dem Stellplatz Nummer 10 ist, wo ihr das Motorrad habt, das ihr getunt habt und auch duplizieren möchtet. Wenn er das dann hat, dann bestätigt das Ganze mit X. Und dann seht ihr schon, dass es eigentlich immer noch dasselbe Motorrad ist, nur eigentlich als Faccio-Roller. Jetzt müsst ihr einfach nur aufsteigen, dann in die Werkstatt von eurem Clubhaus reinfahren und irgendein Anbauteil ändern. Also wenn ihr das mit Western Zombie macht, der hat kein Nummernschild, da würde ich euch empfehlen, die Scheinwerfer für 1500 Dollar zu ändern. In dem Fall habe ich jetzt mal das Nummernschild geändert für 300 Dollar. Das reicht schon aus. Ihr müsst nur irgendetwas ändern, was an dem Motorrad zu verändern ist, was ja möglichst günstig ist, damit das Spiel jetzt merkt, okay, ihr habt das Auto jetzt dupliziert oder das Motorrad, und dann passt es auch. Jetzt, sobald ihr was geändert habt, müsst ihr einfach nur mit dem Motorrad zurück in euer Apartment fahren, wo davor der Faccio-Roller drin war. Wenn ihr dann dort angekommen seid, fährt ihr in eure Garage rein, und weil ja noch Stellplätze frei sind, bekommt ihr auch nicht die Meldung, dass es voll ist, und das ist halt wichtig. Und wenn ihr jetzt dann drin seid, seht ihr ja schon, ihr habt jetzt dieses Motorrad einmal dupliziert, was richtig geil ist. Hinten seht ihr das Originale, und da vorne ist das Duplikat, das ihr dann anschließend verkaufen könnt. Aber wie gesagt, ich würde es euch nicht empfehlen, mit dem Trike zu machen, weil es kostet ja schon 200.000 Dollar, es zu kaufen, und der Verkaufswert ist auch nur 200.000 Dollar. Das heißt, ihr müsst einmal duplizieren, um überhaupt das Geld wieder drin zu haben, wahrscheinlich zweimal wegen den ganzen Tuning-Teilen. Ich würde es wirklich empfehlen, das Ganze mit dem Western Demon zu machen, Western Zombie zu machen, weil da gibt es 300.000 Dollar. So, jetzt gehe ich noch kurz nochmal zu dem blauen Kreis hin, um euch das zu zeigen, dass es auch wirklich passt, dass es kein Faccio-Roller mehr ist. So, und wie ihr seht, zack, dupliziert und hat auch nicht mehr den Namen Faccio. In dem Fall könnt ihr jetzt einfach zu Los Santos Customs fahren, dieses Duplikat verkaufen und den ganzen Schritt wieder von vorne machen, um dann wieder richtig viel Geld zu machen. Also Jungs, ich würde euch wirklich empfehlen, weil die letzten Money Glitches nur ein paar Stunden funktioniert haben und Rockstar das sofort gepatcht hat, würde ich euch wirklich empfehlen, das extrem schnell zu machen, heute sofort so viel machen, wie es einfach nur geht, weil ich kann euch nicht mehr garantieren, dass es wirklich noch bis Montag geht, weil die Rockstar-Mitarbeiter wahrscheinlich jetzt gerade im Moment auch am Wochenende arbeiten, um das Ganze sofort zu patchen. Also Jungs, macht die Konsole an, dupliziert noch so schnell wie es geht und so viel wie es geht, bevor das Ganze gepatcht wird. Meine Vermutung ist, dass es natürlich noch bis Montag geht, aber das kann ich euch natürlich nicht mehr garantieren. So, das war es auf jeden Fall mit dem Glitch. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und schaut auch beim Löcher Nummer 1 vorbei und bei World Finest Game on Fraps, weil da habe ich es gesehen.
Und auch schaut auch beim Founder vorbei, auch den habe ich verlinkt. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir natürlich ein Like da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mir natürlich auch ein Abo da lassen. Würde mich natürlich freuen. Ich bin an der Stelle raus. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.